Wann können wir in ein Kunstwerk hineindringen? Wie in ein Café? Oder sind Kunstwerke allein aus der Distanz das, was sie zu sein scheinen? Jedes Kunstwerk hat dabei einen eigenen Ort, verlangt nach einer eigenen Leuchtkraft. Sie halten uns fern und ziehen uns an, spielen mit der unverfügbaren Nähe. Und wir? Wir beobachten sie überall, sodass wir unsere Wirklichkeit ohne Kunst nicht denken können. Über diese omnipräsente Macht der Kunst hinaus gibt es Kunstwerke nicht überall mit derselben Intensität und Raumfülle, sondern in einem dafür geschaffenen Ort, in Museen. Dieser Raum selbst ist nahezu nicht sichtbar, damit alles in ihm gesichtet werden kann. Darin besteht der eigentliche Reiz des Museums, weil es uns der Unverfügbarkeit der Kunst aussetzt, indem es sich selbst zurücknimmt. Doch diese Zurücknahme hat ihre eigenen Rituale. Dazu gehört auch, dass wir nach dem Museumsbesuch nicht selten ins Café gehen. Das Café ist im Museum, aber nicht Teil des Musealen. Was ist aber, wenn ein Café zum Kunstwerk wird? Das Café ist ein Ort der Begegnung. Selbst dann, wenn ich allein da bin oder ins Leere blicke, geschieht Begegnung, Kommunikation. Nicht nur um mich herum, sondern auch in mir selbst. Wenn das Café zum Kunstwerk wird, ausgestellt ist, dann verändert es nicht nur den Charakter des Cafés selbst, sondern auch den Charakter des Museums. Hier wird nicht Kunst begegnet, sondern der Ort der Begegnung als Kunst dargeboten. Damit geschieht Kunst als Akt der Zurücknahme. So scheint die Distanz selbst zum Kunstwerk avanciert zu sein. Eben als ein Raum, den es sonst nicht gibt, wenn Kunst fehlt. Beautiful Corner von Lang Baumann. Der profanste Ort der Begegnung ist ein Café. Oft geschlossen, aber nach innen unendlich weit und offen. Und als Kunstwerk ist diese Weite und diese Tiefe offengelegt. Selbst wird es zu einem musealen Ritual als Beautiful Corner. Die Frage ist, wann können wir aus einem Café hinaustreten, wie aus einem Museum?